Zu unserem letzten Gast, das ist der Christoph Hörstel. Er war 14 Jahre lang Ali-Sonderkorrespondent, Nachrichtenmoderator und Chefredakteur. Heute begleitet er unsere Sendung im Interview, was mich sehr freut. Guten Abend, Herr Hörstel. Grüße, Apic. Vielen Dank. Herr Hörstel, seit dem 11. September 2001 hat sich unsere Welt erheblich geändert. Welche Folgen hat dieses Unglück denn konkret für uns alle in der Welt, politisch, militärisch, aber eben auch wirtschaftlich? Ich glaube ganz grundsätzlich und ganz kurz, die beabsichtigten Folgen. Und deswegen ist es vielleicht gut, zusätzlich zum Betrachten des Ablaufs von 9/11 und den Folgen, sich einmal anzuschauen, was denn eigentlich vorher für Konzepte da waren. Und da fällt ja ins Auge das berühmte PNAC, ja, PNAC, sozusagen, Project of a New American Century. Dieses hatte einen Vorläufer schon in der Clinton-Präsidentschaft von der demokratischen Seite, der weltweit fast gar nicht bekannt ist, wo eine ähnliche Studie aufgemacht wurde mit ganz ähnlichen Zielsetzungen, die sich tatsächlich prinzipiell überhaupt nicht unterschieden, wo es kleine Abweichungen gab, sodass man sich eben im Klaren drüber sein kann, dass selbstverständlich die gesamte etablierte amerikanische Politik in diesen aggressiven außenpolitischen Fragen und auch im innenpolitischen Beherrschungsversuch, der da drin steckt, zusammenstehen. Wenn wir also jetzt eine Folgenabschätzung von 9/11 vornehmen, dann müssen wir wissen, dass der Anmarschweg bis 9/11 von beiden Parteien stillschweigend so mitgetragen worden ist, jedenfalls von den entscheidenden Gremien. Und das nur rein zufällig zu dieser Zeit eben Herr Bush anwesend war, einfach auch deshalb, weil er natürlich wesentlich leichter manipulierbar war. Das muss man ja immer dazu sehen, ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie erpressbar, wie manipulierbar ist ein Präsident? Und hier bot geistig nicht besonders entwickelte und politisch schwache und wirtschaftlich abhängige George W. ein wunderbares Exerzierfeld. Wenn man jetzt also auf die Folgen schaut, dann sieht man, es wurden nach dem 11. September in 15 Staaten, wo die Amerikaner bislang nicht militärisch präsent waren, neue Stützpunkte eingerichtet, mit voller Unterstützung der Völkergemeinschaft auf dem Globus. Gleichzeitig gab es mannigfaltige Methoden, im Innern und nach außen Druck auszuüben. Nach innen, nicht? Ist das gelungen durch den sogenannten Patriot Act, in dem ja wesentliche bürgerliche Freiheiten dem amerikanischen Volk, das auf diesem Ohr und Auge besonders sensibel ist, abhanden kamen. Und das immerhin mit großem und weitreichendem nationalem Konsens. Das ist ja was Besonderes. Da muss man schon was erfinden, um dem amerikanischen Volk sowas abzutrotzen. Und da keinen Sturm der Entrüstung zu ernten. Und die Dinge gehen ja inzwischen noch sehr viel weiter, nicht? Es gibt ja die berühmten Ermächtigungsgesetze von Obama inzwischen. Es gibt genaue Auflistungen, welcher Bauer welche Nahrungsmittel auf seinem Bauernhof in den USA herstellt, damit man sie notfalls eben auch requirieren könnte. Und es gibt allerhand Notlager, riesige Ansammlungen von LKWs irgendwo im Wald und also die tollsten Dinge, die man sich eigentlich vorstellen kann in den USA, alles sehr bedrohlich. Nur als Beispiel, weil uns das näher ist, Deutschland, nicht? Vor einigen Tagen eben die Entscheidung, die gerichtliche Entscheidung, die höchstrichterliche Entscheidung, dass ein Bundeswehreinsatz im Innern unter bestimmten Einschränkungen, die man aber leicht natürlich beiseite wischen kann, schon aus dem Gesetz heraus, so wie es jetzt ist, beiseite wischen kann, im Inneren eingesetzt werden darf. Diese Art Dinge sind natürlich ohne eine ungute Sicherheitsentwicklung weltweit, die ja hauptsächlich in Washington durch die NATO verschuldet ist, gar nicht denkbar. Und das sind alles beabsichtigte und politisch wertvolle Folgen für Regierungen, die sich allesamt zum Beispiel von einer Art Bankenmafia abhängig gemacht haben. Das ist nebenbei gesagt kein Ausdruck von mir, sondern ein Ausdruck eines europäischen Kriminalisten, eines Deutschen, der darüber ein Buch geschrieben hat, ganz offen, mit diesem Namen, Mafia. Was für ein Autor war das denn?
es steht hier neben mir, Hetzer. Ja, richtig. Ich habe es auch gerade gegoogelt. Wolfgang Hetzer, Bankenmafia. Frage, gibt es denn in der Geschichte überhaupt Terroranschläge, in die kein Geheimdienst verwickelt ist? Also gleich zum Ende der Frage, nein, meiner Ansicht nach gibt es die nicht. Jedenfalls keine nennenswerten. Denn das ist auch vollkommen klar, weil Nennenswerte in einem globalen Zusammenhang, nur in einem internationalen Zusammenhang, nennenswerte Terroranschläge brauchen internationale Vorbereitungen auf einem Niveau, das, ich will mal von ein paar radikal-islamischen, freischwebenden Dissidenten selbstverständlich nicht geleistet werden kann. Das ist ein ganz klarer Punkt. Das Terrorphänomen an sich ist einfach nicht zu betrachten, ohne genauere, auch theoretische und übergeordnete Aufarbeitung, die unter dem Begriff meiner Ansicht nach Terrormanagement zu laufen hat. Das ist der Begriff, den ich seinerzeit 2006 im Frühjahr eingeführt habe, sowohl publizistisch als auch am praktischen Kunden sozusagen, nämlich an der Bundeswehr, deren, wie soll man sagen, Zentrum für innere Führung, ZINFÜ, mich eingeladen hatte, vor ausgewählten Führungskräften unserer Afghanistan-Einsatztruppe, ISAF, Unterricht zu halten zum Thema Landeskunde Afghanistan und die Soldaten vorzubereiten auf einen Einsatz dort, in dem ich verständlich gemacht habe, wie Afghanen und wie auch der afghanische Widerstand ticken und tickt. Das ist insgesamt gelungen. Die Soldaten waren sehr zufrieden mit dem Unterricht. Auch die Führung war zufrieden. Und es war sicher für die Bundeswehr etwas Neues, einen Referenten zu haben, der erklärte, mit einem wesentlichen Widerständler der Afghanen persönlich befreundet zu sein, nämlich mit Hekmatyar. Das hat man in der Absicht getan, den Soldaten etwas, wie soll man sagen, Bodenhaftung zu vermitteln. Und das war nötig, weil die Bundeswehr just in diesem Land, in diesem Jahr 2006 eben Bodenhaftung in Afghanistan verlor. Sie schaffte es nicht mehr, die guten Kontakte, die bis dahin bestanden hatten, mit den Menschen aufrechtzuerhalten, weil Afghanistan insgesamt von der NATO sozusagen sauer gefahren war. Ich will mich jetzt nicht verzetteln. Ich will eben nur sagen, Terror bedeutet, wenn er international relevant sein soll, dass westliche Geheimdienste nachhelfen müssen. Das haben sie ausnahmslos getan. Wie die NATO so funktioniert, passieren eben alle Dinge in einer Art Abstimmung, wobei man nie vergessen darf, dass die NATO keine demokratische Einheit ist, sondern, wie Egon Bahr mir so drastisch klar machte, Hörstel sagt nicht immer NATO, Hörstel sagt Washington. Und das ist auch die Art, wie das funktioniert. Nicht? Die Rolle Washingtons ist zu befehlen, die Rolle der übrigen NATO-Staaten ist, mit den Hacken zu knallen und jawohl zu schreien. Und so läuft das im Wesentlichen. Allenfalls kann man wie Schröder sich mal aus einer Irak-Aktion ausklinken oder auch wie Jacques Chirac von Frankreich und muss dann bitter dafür bezahlen, Schröder, dass er aus dem Amt flog und Jacques Chirac, dass er gar nicht erst zur zweiten Amtszeit antreten musste. Kommt denn jetzt wirklich alles Üble aus Washington? Oder handelt es sich nicht vielmehr um eine internationale Elitenklique, die auf der ganzen Welt wohnt, aber eben Washington nutzt, um dadurch die überaus mächtige US Army für ihre Zwecke nutzen zu können? Das ist ja genau der Punkt, die vorhin mit dieser Erwähnung dieses Buches von Wolfgang Hetzer, Bankenmafia, angedeutet werden sollte. Wir sprechen von Washington, aber es dreht sich ja lediglich darum, dass dies der mächtigste Staat ist, den eben diese international global agierende Bankenmafia zur Verfügung hat, um ihre Interessen durchzusetzen. Und dazu gehört eben, dass Washington diese machtpolitische Strahlkraft hat nach Europa hinein, sodass eben an Washingtons Wünschen gleich auch der europäische Block mit dranhängt, die ganze NATO eben. Und das ist nun mal das mächtigste Militärbündnis dieser Welt. Und damit hoffen diese Herren, dass sie ihre Interessen durchsetzen könnten. Und das sind ja nicht die einzigen hochmächtigen Herren, die das hoffen. Da hängen eben Industrien dran, nicht nur die Rüstungsindustrie. Das wäre bei weitem zu kurz gegriffen, zum Beispiel auch die Pharmaindustrie.
oder auch Firmen wie Monsanto und BASF oder was auch immer, also Firmen, die das Nahrungsmittelgeschehen global in den Griff bekommen wollen. Dies alles sind so Mechanismen, die uns klar sein müssen. Die Nationalstaaten agieren nur noch in Gestalt korrupter Politiker, die schon lange nicht mehr dafür da sind, das zu tun, was ihren Völkern nützt. Das ist eine geradezu naive und durch die Realität nicht mehr gedeckte Vorstellung, sondern die längst sich angewöhnt haben, Politiker unter Druck zu setzen und dann bei dieser Gelegenheit genau das tun zu lassen, was ihnen eben den Industrien, den Banken vorschwebt. Wenn wir uns den Dollar mal genauer anschauen, dann muss man feststellen, er taugt eigentlich gar nicht zur Weltreservewährung. Er ist seit 1971 nicht mehr Gold gedeckt. Die amerikanische Wirtschaft ist im Moment auch nicht in der Lage, den Dollar wirklich oben zu halten. Also ist doch im Grunde genommen das Einzige, was den Dollar jetzt noch am Leben erhält, die militärische Stärke der USA. Absolut. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Selbstverständlich ist es so, wird in den amerikanischen in der amerikanischen Geschichte ganz krass gehandhabt. Nicht? Dort ist ja die sogenannte Fed, die Federal Reserve Bank, ist ja letztlich ein kombiniertes Institut von privaten Banken, unter denen eben Rothschilds und andere besonders mächtig sind. Und dieses letztlich privat gründende Institut ist nichts anderes als ein Transmissionsriemen für globale Interessen. Das ist ja nicht etwas, was, wie soll man sagen, ein Dienstleistungsbetrieb ist für im öffentlichen Interesse und im Interesse des Volkes arbeitende Finanzinstitutionen. Nein. Hier geht es darum, große Machtinteressen auszutarieren, national, international und möglichst effizient zu halten. Und man muss sich ganz klar sagen, da will Geld verdient werden. Und die USA neigen stark dazu, dieses Geldverdienen nicht etwa so zu handhaben, wie sie nach außen hin erklären. Nicht? Der Tüchtigste gewinnt und es herrschen überall gleiche Bedingungen und jeder kann Präsident werden. Das ist alles Käse und auch wieder nur für dieses Kindergartenniveau der Politikbetrachtung. Sondern hier geht es ganz klar darum, zu sagen, wir als Amerikaner haben genügend Macht in diesem Staat, in jenem Staat, in Staatengruppen, in Erdteilen, um diesen und jenen Großauftrag für unsere Industrien hier durchzusetzen, genauso wie wir die Verwendung unserer Währung durchsetzen. Und so können wir feststellen, kommt es einem Selbstmordversuch gleich, als Staatspräsident zu sagen, ich möchte meine Exporte demnächst nicht mehr in Dollars abrechnen, sondern in einem Währungskorb oder in Euros oder so. Das ist einfach nicht erlaubt. Dass die USA mit Hilfe eines militärischen Durchmarsches
derzeit versuchen, nach der Weltherrschaft zu greifen. Ja, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das würde ich eben etwas differenzieren wollen, weil wir inzwischen ja letztlich auch durch die Afghanistan-Erfahrung, weitergehende Tendenzen haben, so wie sie in Libyen, aber auch jetzt in Syrien sichtbar wurden und werden. Nämlich die US Army steht lieber im Hintergrund als der dicke Knüppel, den man am liebsten gar nicht zieht, sondern man leistet sich Fremdkräfte, ja, zugebietete Fremdkräfte. Das betrifft übrigens auch die US Army inzwischen schon selbst. Denn es ist eben so, dass durch die unglücklichen Kriegsführungen in Irak und Afghanistan die Attraktivität der US-Armee nicht gerade zugenommen hat, so dass man immer schwerer genügend Personal bekommt, das da willig wäre, die Rübe hinzuhalten für solche seltsamen Interessen, wie wir sie geschildert haben, so dass man tatsächlich immer mehr dazu übergeht, auch fremden Völkern aus dem Einflussbereich gegen Zusage von, Bürgerschaft, also Green Card oder sowas, zum Dienst zu bekommen. Und das ist letztlich auch ein bisschen die Funktionsweise des Römischen Reiches, nicht wahr? Das hat auch so funktioniert, dass man römische Bürgerrechte bekam, wenn man Legionär wurde. Ein sehr gutes, stabiles System. Nun handelt es sich bei diesen Stellvertretern, die stellvertretend für die USA deren Kriege ausfechten, ja in der Regel eher um rückständige Islamisten. Kann man davon ausgehen, dass diese Söldnerbanden im Grunde genommen auch dem Zweck dienen, in den unterworfenen Regionen jede weitere Entwicklung zu verhindern? Ja, also Development Denial, also das Verhindern geordneter, erfolgreicher Entwicklung ganzer Völkerschaften, so wie die USA das mit wirklich brachialer Gewalt gegen den Iran seit 30 Jahren versuchen. Das ist schon mal etwas sehr Wichtiges. Kriegführung zielt auch immer darauf ab, Völker insgesamt um Jahrzehnte und zig Jahre zurückzubomben in der Entwicklung. Das hat man ja immerhin mit dem Irak dreimal gemacht. Das ist schon ein ganz alter Hut voll. Diese Art Politik ist ein Punkt, und dass man dafür politische Strömungen wie vielleicht den Wahhabismus, wenn man das so nennen kann, missbraucht. Das ist auch der Überlegung geschuldet, dass der praktisch nicht mehrheitsfähig ist. Was man ja auf gar keinen Fall möchte, ist ja, die Umma zu kräftigen, also die Gemeinschaft der muslimischen Gläubigen zu kräftigen. Das wäre ja geradezu traumhaft für diese Völker. Das wird natürlich nicht gemacht. Erstmal wird schon scharf seziert, dass man sagt, wie wäre es denn, wenn man die große Mehrheit der Sunniten auf die kleine Minderheit von 10-12% der Schiiten hetzt in dieser Umma und sorgt damit schon für gewaltigen Krach. Denn Sie können sich vorstellen, dass wenn so eine diskriminierte Minderheit erstmal das Gespür bekommt, sie ist systematisch verfolgt, was da für Gegenkräfte wachsen, insbesondere wenn man einen ganzen Staat, nämlich Iran, zur Verfügung hat, um sich da zu beschützen. Das sorgt ja dafür, dass man sich richtig aufreiben kann. Es entsteht der wunderbare Seiteneffekt, dass Muslime Muslime töten, und die Amerikaner sind, mit gramer Miene weißgewaschene Zuschauer dieser Aktion. Und dann kann man eben auch klar sagen, ist ja letztlich auch Stifter dieses Gedankengutes, nämlich der Mullah Abdul Wahhab, der ist ja auch mächtig missverstanden. Denn der stand ja nun, weiß Gott, nicht für Rückständigkeit, sondern der stand für Reform. Eine Reform im strenggläubigen Sinne, in seiner Zeit. Und was passiert ist, ist, dass Haus Saud diesen Mann sozusagen Asyl geboten hat bei sich, denn sonst hätte man ihm wahrscheinlich die Rübe abgeschlagen oder ihn sonst wie aus dem Leben befördert, weil er nämlich den lokalen Herrscher mit seinen strengen Glaubensforderungen brüskiert hatte, und der fühlte sich da ein bisschen genervt und dachte, was soll eigentlich dieser blöde Prediger, den mache ich jetzt kaputt. Und das Haus Saud hat gesagt, komm zu uns, bei uns darfst du lehren und darfst frei forschen und deine heiligen Studien weitertreiben. Und so gab es dann eine sehr gelungene, Symbiose
zwischen weltlichen Herrschern wie der Familie Saud und diesem Gedankenstifter. Und das ist im Prinzip ja gar nichts Schlechtes. Schlecht wird es erst, wenn man feststellt, dass in jetzigen Zeiten Frauen keinen Führerschein machen dürfen, wie in Saudi-Arabien. Oder auch sich sonst wie nicht frei bewegen und nicht mal ihren eigenen Pass in der Hand halten dürfen und ohne Bruder, Onkel oder Papa nicht reisen und was auch immer es an Regularien dort mehr gibt. Und diese Rückständigkeit ist nicht etwa Teil der Lehre von Herrn Wahab gewesen, sondern das hat die Familie Saud daraus gemacht, um ihre Herrschaft abzusichern. Und das muss man auch betrachten. Also es sind, weiß Gott, nicht alle Wahhabis glücklich mit dem, was Saudi-Arabien treibt. Das wäre ein großer Irrtum, das zu bedenken. Aber damit verstehen wir schon, endet natürlich, wie soll man sagen, jede Betrachtung, dass also sogenannte Wahhabis, von uns übrigens sogenannte Wahhabis, die selber mögen dieses Wort überhaupt nicht, letztlich auch nur ein weiterer Missbrauchspunkt durch den Westen sind. Und auch das wird irgendwann auffliegen. Da können wir ganz sicher sein, hat sich dann schon, wie soll man sagen, der Council on Foreign Relations und andere, eine tolle Thinktanks in den USA, haben sich schon wieder was Neues ausgedacht, um die Welt so zu schuriegeln, wie es ihren Konzernen passt. Nun war 9/11 ja der Auslöser für den Afghanistan-Feldzug, auch für den Irak-Feldzug. Jetzt ist die Frage, wie sieht's aus mit Libyen oder mit Syrien jetzt oder auch wie zu befürchten steht dem Iran? Kann man diese Länder ebenfalls in diese Reihe mit eingliedern? Ja, auf jeden Fall. Nicht? Wir haben ja den Versuch, Iran mit amerikanischen Truppen in einer Art Würgefunktion zu umzingeln. Und da hat man zunächst mal Afghanistan genommen und hat damit einen Keil zwischen die guten Kooperationspartner China und Iran getrieben, auf der Ostseite Irans sozusagen. Und dann kam 2003 der Irak dran, damit war die Westseite besetzt, den Persischen Golf hatte man sowieso im Griff. Oben im Norden der Deckel sozusagen dieses Rings, das war die Caspian Sea Initiative der Amerikaner, also die Initiative, die Anrainer des Kaspischen Meeres irgendwie unter amerikanischen Hut zu kriegen. Und das ist schon mal genau schief gegangen. Wir müssen jetzt auch das Kriegsglück sozusagen in Betracht ziehen. Der Afghanistan-Feldzug ist schief gegangen, der Irak-Feldzug ist schief gegangen. Wir haben jetzt lauter offene Fronten an der Stelle. Und das Einzige, was bleibt und ist eigentlich militärstrategisch schwer gefährdet, sind diese riesigen amerikanischen Flottenkonzentrationen am Persischen Golf. Nun liegt Libyen ja weder im Nahen noch im Mittleren Osten noch in Zentralasien, sondern in Nordafrika. Daher die Frage, warum dieser brutale Angriff auf dieses kleine Land, das doch wirklich niemandem was getan hat? Libyen war aus mehreren Gründen notwendig. Zunächst mal auch eben wegen des schwindenden Kriegsglücks und wegen der Instabilität Iraks und Afghanistans musste ein weiterer Brückenkopf her, den man notfalls auch flugtechnisch nutzen kann. Dann war es ja so, dass der libysche Führer Gaddafi klar gesagt hatte, dass er seinen Exportwährungskorb um den Dollar erleichtern wollte, um es anders auszudrücken. Er wollte einfach nicht mehr für Dollars verkaufen, was ihm selbstverständlich nicht zu verdenken ist. Aber eben ein Todesurteil. Und er hatte auch noch viele andere Sachen gemacht. Er hatte also sehr erfolgreich die ärmeren Staaten Südafrikas hinter sich gebracht, indem er in sehr großzügiger Weise dort die Entwicklung in einer Weise gefördert hat, wie die USA oder der Westen das nie getan hat. Und das fanden natürlich die USA sehr gefährlich, dass da sich ein ganzer Kontinent sozusagen aus ihrem Machtbereich verabschiedet. Das kann man schon dann gar nicht dulden, wenn gleichzeitig die Chinesen sozusagen physisch nachrücken, indem sie zigtausend Arbeiter in einzelnen afrikanischen Ländern unterbringen. Und lassen die dort die Großprojekte selber bauen. Da sah das Imperium sich schon mal bedroht, nicht? Richtete dann eben African Command ein, also eine Kommandostruktur für den ganzen afrikanischen Kontinent, der ja vorher zum Central Command gehörte, dem übrigens ja auch Deutschland und Europa unterstehen. Und das ist eine Situation, in der also die USA sich in Zugzwang gesetzt fühlten. Und dann hat ja auch Gaddafi noch was gemacht, was überhaupt nicht gefallen hat, nämlich die größte Baustelle der Welt eingerichtet für 22,5 Milliarden Dollar und hat dort ein riesiges Wassersystem aufgebaut, ein Süßwassersystem.
Und das auch noch ohne eine einzige amerikanische Firma zu beschäftigen. Also so viel Unbotmäßigkeiten auf einmal, das war zu viel. Nun hat Gaddafi ja auch außerdem noch den Golddinar eingeführt als ernstzunehmende Konkurrenz für den Dollar. Genau, auch dieses noch, richtig, um das Maß voll zu machen. Nicht nur, dass er den Papierdollar, ich sage immer gerne Hosenknopfdollar, ablehnte, sondern auch noch dieses einführte. Mithin, wir kommen hier auf ein ziemliches Sündenregister und das genügt eigentlich, um auch exemplarisch dem Rest der Welt klarzumachen, wie das bei untergehenden Großmächten so ist. Sie können, der Historiker sagt, miese Provinzen werden interessanter. Das heißt, Länder, die man eigentlich gar nicht unbedingt besetzen wollte oder die man gar nicht unbedingt erobern wollte, die muss man plötzlich erobern, um den Rest der beherrschten Welt klarzumachen, wir sind noch in charge, ja, wir können es noch. Wir haben das Unterdrückungsbeil noch in der Hand. Und so musste plötzlich Libyen destabilisiert werden. Nur hier handelt es sich eben nicht um eine miese Provinz ausnahmsweise, das ist eher Syrien, sondern hier handelt es sich eben um ein rohstoffreiches Land, ein reiches Land an sich, ziemlich gut organisiert, sehr leistungsfähig, mit einer an sich zufriedenen Bevölkerung. Da musste man schon relativ hart hinlangen, auch propagandamäßig, um das zu destabilisieren. Aber es gelang. Wenn das eigentliche Ziel der Iran ist, warum greifen die dann jetzt ausgerechnet Syrien an, als gäbe es offenbar gar keinen anderen Weg in den Iran als über Syrien? Ja, da sind sich alle Beobachter einig, das ist inzwischen eigentlich keine längere Betrachtung wert, dass ja der Iran über Syrien eine enorme Hebelkraft in Nahost hat. Das kann dem wichtigsten dortigen amerikanischen Bündnispartner Israel überhaupt nicht gefallen. Und um da jegliche Pressurmöglichkeiten auszuschalten, muss also, bevor der Iran angegriffen wird und sich dann da vielleicht rächen könnte, Syrien ausgeschaltet werden, damit dieser Transmissionsriemen für diesen Einfluss in Nahost durch den Iran wegfallen kann. Also zuerst Syrien kaputt machen und dann den Iran angreifen. Nur so rum wird ein Schuh daraus, sodass man also sagen kann, wer Iran angreifen will, muss vorher Syrien zerschlagen. Aber und das ist eben interessant und erklärt auch manches Engagement. Auch Russland weiß, dass mit Syrien sein Einfluss in Europa fällt. Und wenn dies passiert, hat Russland überhaupt keinen externen Stützpunkt mehr von großem Wert. Das ist sehr, sehr interessant, sodass also Russlands Freunde schon sagen, man muss Kuba wiederbeleben. Aber hier ist natürlich die große Frage, ob die USA sich das gefallen lassen und ob das überhaupt geht. Also an Syrien hängt noch etwas mehr als nur Iran. Und den Russen ist durchaus klar, dass sowohl Syrien als auch Iran nur Vorstufen sind, um auch Russland nochmal in mehrere Teile zu zerbrechen. Denn das, was bei der Sowjetunion so wunderschön gelang, haben die USA, da gibt es auch Studien drüber, durchaus auch mit Russland vor. Nämlich die Zerschlagung in mehrere Kleinteile. Dieser Krieg gegen den Terror ist ja auch zugleich ein Krieg gegen eine Guerilla, weil diese sogenannten Terroristen ja gar keine andere Möglichkeit haben, als die Rolle einer Guerilla einzunehmen. Damit haben wir also jetzt erstmals in der Geschichte des Krieges eine durch und durch asymmetrische Kriegsführung und es scheint, als ob sich das sogar noch verstärken würde. Kann man das so sagen? Das ist keine Frage, dass eine Beobachter sich klar darüber sind, dass die Kriegführungen der nächsten zig Jahre Söldnerkriegführungen, asymmetrische Kriegführungen sind und sein sollen, die man eben auch mit Söldnerhaufen bestreiten kann. Das ist für die USA unglaublich billig. Also was die gespart haben durch den Einsatz dieses Personals in Libyen, ist ungeheuerlich. Man muss einfach klar sagen, dass ein amerikanischer Soldat mindestens das Hundertfache, wenn nicht das Tausendfache kostet, von dem, was solche Einheiten an Kosteneinsatz erfordern. Und damit ist das also ein ganz tolles Spiel. Die Medien spielen eine sehr wichtige Rolle, eine zentrale Rolle. So zentral immerhin, dass eine Rede auf dem jetzt zu Ende gegangenen blockfreien Gipfel die war, dass die blockfreien Bewegung einen Gegenmedienblock schaffen solle. Dies hat jedenfalls der Chef des iranischen Rundfunks dort gefordert.
in den letzten Jahren geändert? War sie früher zuständig für eine faire, ausgewogene und vor allem faktentreue Berichterstattung? So avanciert sie mehr und mehr zur Kriegswaffe, könnte man fast schon meinen. Wie sehen Sie denn als Medienprofi die Rolle der Presse in diesem Spiel? Zentral. Und das ist auch nicht meine Schilderung. Wir müssen unbedingt, das ist sozusagen Bildungsgrundlage, das Dokument Joint Vision 2020 oder das Vorläuferdokument Joint Vision 2010 sehen. Im Dokument 2020 gibt es einen extra Kasten, der eben sagt, die Medien spielen eine zentrale Rolle. Und ich kann eben heute sagen, es ist im, wie soll man sagen, sowieso politisch sehr schlecht aufgestellten Syrien schon ein kleines Wunder gewesen, dass ich tatsächlich nach 9 Monaten harten Kampfes einmal dorthin durfte und durfte von dort berichten. Während wir sprechen, haben namhafte Syrer eine weitere Aktion in Richtung ihrer eigenen Regierung gestartet, um mich nochmal dahin zu bekommen. Aber diesmal wird, sage ich mal, Medientheorie ein wichtigerer Bestandteil dieses Besuches sein, weniger die Praxis. Ich denke, dass für mich persönlich, aber auch für die ganze alternative Medienbewegung sehr erstaunlich war, dass eben, wie soll man sagen, aus meinem ersten Syrien-Besuch im März in einer gewaltigen Aktion, die weder gesteuert war, noch irgendwie natürlich angeordnet werden konnte, so funktionieren wir ja alle nicht, immerhin über 400 Websites diese Berichterstattung bei Alles Schall und Rauch übernommen haben, so dass wir davon ausgehen können, dass es etwa 2 Millionen Zuschauer dafür gab. Wir sind jetzt bei dem sehr spezifisch auf meinen Namen zugeschnittenen Vorschlag, dass ich nach Syrien gehen sollte, um da Strategieberatung zu machen, da sind wir bei 5.500 Klicks da drauf, das ist auch nicht so wenig. Und das ja immerhin ohne große Werbeaktion. Da hat ja niemand zentral gesagt, jetzt wollen wir da mal richtig einsteigen. Und diese Art Dinge sind interessant. Abgesehen davon, dass der Vorschlag auf dem Gipfel der blockfreien Bewegung durch den Chef des iranischen Senders IRIB, der kam von mir. Und insofern ist das sehr interessant. Ich habe heute gerade einen Beitrag weggeschickt, erneut an IRIB, wo ich die nächsten wichtigen Schritte in diesem professionellen Aufbau eines Gegenmedienblocks kurz skizziere. Das ist wieder ein Auftrag von IRIB gewesen. Der wird in den nächsten Tagen dort erscheinen. Und dann sind wir wieder ein großes Schrittchen weiter, um, sage ich mal, global zu diversifizieren. Denn wir haben ja, um die Medienlandschaft kurz zu skizzieren, global einen praktisch die Weltöffentlichkeit bestimmenden Block, das ist der westliche, und der Rest ist Kakophonie. Also eine ungeordnete, chaotische Mehrstimmigkeit. Und um das zu durchbrechen und hier zu handfesteren, zu Ergebnissen zu kommen, ist eben die Forderung des iranischen Rundfunkchefs vor der blockfreien Bewegung in Teheran absolut eine geradezu historische Wendemarke. Zur nächsten Frage, was ist eigentlich mit der Türkei los? Die galt immer als ganz besonders umsichtig, politisch ausgewogen, stand deshalb in großem Ansehen im Nahen Osten und hatte auch nie Probleme mit irgendwelchen Nachbarn. Im Gegenteil, mit den syrischen Nachbarn hatten die Türken immer die allerbesten Beziehungen. Und jetzt auf einmal öffnet Erdogan die Grenzen seines Landes für Söldnerbanden, die von dort nach Syrien einfallen, um dort Massaker zu verüben. Was ist denn da eigentlich los? Ja, das ist also eine hocherstaunliche Entwicklung. Da kommt der ehemalige Bürgermeister Erdogan, wird Regierungschef und reißt sein Land in einen Modernisierungsruck hinein, der jetzt langsam ausläuft, und hat also die Begeisterung des Volkes auf seiner Seite und entwickelt sich zum glaubwürdigen regionalen Player. Ich war immer begeistert davon. Ich hatte nie ein Problem mit Kopftüchern an Unis. Ich hatte ein Problem mit Zwang. Und diese Zwänge scheinen jetzt in umgekehrter Reihenfolge zu passieren. Wir müssen das klar sehen. Ich glaube, oder ich habe in einem, es gibt Glaubwürdigkeit an folgender Geschichte, dass vor einigen Jahren ein Jude aus einer sehr alten, seit 500 Jahren in Istanbul
ansässigen jüdischen Familie, ein Mann, dessen Name mir bekannt ist, der im Aufsichtsrat einer mir bekannten Firma sitzt, deren Chef mir bekannt ist persönlich, der also, wie soll man sagen, das CIA-Ankaufangebot bei Erdogan losgeworden sein soll. Und die guten Verbindungen, die Sie völlig korrekt erwähnt haben zu Syrien, die bestanden ja immerhin auch zum Iran. Wenn der Iran 18,5 Milliarden Dollar parkt in der türkischen Zentralbank, ist das ja nicht ein Witz. Und wenn wir wissen, dass Erdogan selbst Millionen verdient hat aus der Geldwäsche mit Iran, dann sind wir an einem sehr wichtigen Punkt angelangt. Er hat persönlich stark von dieser Annäherung an Iran profitiert. Man könnte sagen, er wurde gekauft und dann hat er von den amerikanischen Freunden Druck bekommen, denn man darf ja nicht vergessen, Syrien ist ja noch ein NATO-Staat. Was er da alles eingeheimst hatte, das musste er sich plötzlich neu verdienen. Nämlich durch Wohlverhalten gegenüber Washingtons Interessen. Und nur so ist erklärbar, wie soll man sagen, die geradezu türkisch interessenfeindliche Wende Erdogans von einem selbstständigen, eigensinnigen regionalen Player, eine Entwicklung, die ich sehr unterstützt habe, hin zu einem bloßen Vollstrecker amerikanisch-israelischer Interessen, eine sehr traurige Entwicklung, so dass ich vor einigen Tagen formuliert habe, öffentlich und schriftlich formuliert habe, Erdogan verspielt soeben die Früchte seines Lebenswerks. Ein Angriff auf den Iran hätte große Flüchtlingsströme zur Folge, nicht nur Iraner, sondern auch Chinesen, denn China bezieht 30% seines Erdöls aus dem Iran. Das heißt, in China würden ebenfalls die Produktionsstraßen zum Erliegen kommen und die arbeitslosen Leute würden flüchten. Sozialflüchtlinge wären sie quasi. Während die Chinesen wahrscheinlich eher Richtung Russland flüchten und dieses destabilisieren würden, wären die Iraner vermutlich dann eher auf ihrer Flucht in Richtung Türkei unterwegs. Also im Grunde würden alle dadurch verlieren und dennoch scheint es, als ob der Westen beabsichtigt, zumindest sagt er das, den Iran mit einem regelrechten Vernichtungskrieg zu überziehen. Ja, das ist solche Dinge sind natürlich nicht auszuschließen, insbesondere wenn wir davon ausgehen, und das müssen wir, dass auch im Iran wieder großflächig Uranwaffen eingesetzt werden würden bei einem Bombardement, diesmal allerdings in einer Größenordnung, die wir noch nie gesehen haben im Kampfeinsatz, nämlich 15 Tonnen Bomben, von denen etwa 5,3 Tonnen reines Uran wären, in welcher Form auch immer, abgereichert, belassen oder auch angereichert. Alle drei Varianten sind ja inzwischen denkbar. So dass wir einfach nur noch von Uranwaffen sprechen und nicht mehr von DU, also abgereichertem Uran. Diese Waffen führen sicher dazu, dass das Mensch oder der Krieg, die Kriegführung an sich, das wird ja zunächst ein furchtbarer Bombenkrieg werden, noch viel stärker als es den Irak je getroffen hat. Aber das ist eben nur ein Teil. Das strategische Interesse ist ganz klar. Länder, die nicht den amerikanischen Willen tun und sich auch nicht den befreundeten Konzernen sozusagen gefügig zeigen, werden in Chaos und verbrannte Erde verwandelt, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, administrativ für eine gewinnbringende Formulierung von Verkaufsverträgen zu sorgen. Wir wissen, dass per heute aus Libyen ständig riesige Mengen Öl gestohlen werden, so wie die frühere Sowjetunion Gas aus Afghanistan stahl und heute eben auch eine bestimmte Rohstoffvorkommen in Afghanistan einfach gestohlen werden. Das ist absolut international üblich. Solange es Menschen und Staaten gibt, wird gestohlen, wenn Völker schwach sind. Und wenn Völker nicht freiwillig schwach sind, dann muss man sie eben schwach machen und dann kann man jeden Vertrag durchsetzen, der geht. Strategisch geht es ganz klar gegen Russland und China. Das ist überhaupt keine Frage. Denn wenn der Iran gefallen ist, dann ist die nächste größere Macht ganz einfach Russland. Die kleineren ehemaligen südsowjetischen Republiken
Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, die werden dann alle ganz flott ins amerikanische Horn tuten, wenn der Iran nicht mehr da ist. China hat dann nur noch wenig entgegenzusetzen und verliert einen wichtigen Lieferanten, noch einen. Ja, diese ganzen Dinge haben unabsehbare Folgen, weil auch China weiß, dass bei Wegfall eines Freundes namens Russland ein Widerstehen gegen die US-geführte Macht nicht möglich ist, hat China ein höchstes Interesse daran, dass Russland an Bord bleibt, ebenso wie Iran und damit eben auch Syrien. Ganz klar. In den heutigen Satellitenstaaten der ehemaligen Sowjetunion, beispielsweise Aserbaidschan, Turkmenistan, auch Usbekistan, fällt auf, dass zunehmend Islamisten dort eindringen und dort Unruhe stiften. Folgt das ebenfalls einer Agenda? Ja, wir hatten gerade einen wesentlichen Geistlichen, der ermordet wurde. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Aber es ist einfach so, wir haben Religionskämpfe unterschwellig. Das kriegen wir ja gar nicht so mit. Da wird ein im Frieden mit dem Staat lebender Islam gemäßigter Färbung langsam zurückgedrängt durch radikalere Kräfte, die von außen mitgesteuert werden. Wir dürfen nie vergessen, diese Kräfte sind keine Verrechnungseinheiten. Die Taliban betreiben sehr viel, wie soll man sagen, oder haben betrieben sehr viel amerikanische Politik, wurden von amerikanischen Truppen bekämpft und von der CIA hofiert. Das sind schon immerhin sehr interessante Doppelkonstruktionen. Und im Grunde geht es darum, wie sichern sich die USA Einflusssphären, wo ihre Truppen nicht mehr stehen können. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Hier macht man sich die islamische Bewegung zunutze. Aber wie schon die damals unterlegene Sowjetunion durch ihre Botschafter sehr zutreffend bemerkt hat, damit schieben wir uns natürlich auch Bomben unter den eigenen Hintern. Soweit, dass also zum Beispiel hunderte Kämpfer aus England, aus dem Vereinigten Königreich, die jetzt nach Syrien gegangen sind, um zusammen mit der irregulären Armee, also der Free Syrian Army, FSA, da herumzuballern, für allerhand Befürchtungen beim britischen Inlandsgeheimdienst sorgen, wie denn, wenn diese Leute zurückkommen, mit diesem Problem umzugehen sei. Sie meinen jetzt nicht zufällig die mit dem Südlondoner Akzent? So ist es. Das sind die mit dem Südlondoner Akzent, von denen der britische Fotograf gesprochen hat, der da mit seinem holländischen Kollegen unterwegs war. Und der Brite hat nie geredet, aber der Holländer hat buchstäblich alles ausgepackt. Hochpeinlich für Großbritannien. Denn ich glaube, so einfach wie in den Medien dargestellt, ist es keineswegs. Es ist durchaus beabsichtigt, dass die, wie soll man sagen, radikal-islamischen Kräfte ein bisschen stärker werden. Denn wenn wir schon so ein schönes, also eine schöne Eingreifsmöglichkeit für die Bundeswehr im Innern Deutschlands haben, dann brauchen wir auch ein bisschen Krach, damit das auch geübt werden kann, nicht wahr? Gerade in den alternativen Medien wird 9/11 nicht selten verglichen mit dem Reichstagsbrand seiner Zeit. Wird dieses Ereignis denn einem solchen Vergleich gerecht? Nein. Denn der Reichstagsbrand war hauptsächlich innenzentriert, also nach innen gerichtet, von der politischen Intention her, während 9/11 ein ganz klar, ganz stark nach außen gerichtetes Interesse hatte. Das muss man sagen. In Umständen reicht 9/11 wesentlich weiter als Adolfs Schergen mit dem Reichstagsbrand je hätten im Sinn haben können. Die USA, die führen jetzt seit 11 Jahren ununterbrochen Krieg mit allen möglichen Ländern. Darunter leiden die USA erheblich. Da stellt sich mir die Frage, warum müssen die unbedingt nach der Weltherrschaft greifen? Ohne dieses Bestreben hätten die es doch eigentlich viel leichter. Ja, wir nehmen leichtfertig Vokabeln wie Weltherrschaft in den Mund. Es gibt ja auch unter den, wie soll man sagen, Mittätern von 9/11, staatlichen Gremien, nichtstaatlichen Einheiten, gibt es ja auch nicht immer nur Konsens und Einheit, das ist ja gar keine Frage, sondern ganz wertfrei würde ich einfach formulieren, es geht
um die Absicherung einer gewissen Einflussmenge auf historische, zukünftige Entwicklungen weltweit. Und zwar geht es da immer um Maximierung. Es müssen Geldverdienstmöglichkeiten geschaffen werden, sonst fällt ja die eine korporative Unterstützung, also die Unterstützung der Konzerne für eine bestimmte Politik weg, nicht? Sie können sich ja gar keine amerikanische Außenpolitik vorstellen, ohne dass Konzerne sagen, die wollen wir, sonst wird sie schlicht nicht gemacht. Denn die US-Außenpolitik ist nicht dafür da, irgendwelchen Völkern irgendwelche Nettigkeiten oder Bosheiten anzutun. Das ist alles Luxus. Sondern hier geht es einfach darum, kann man damit Geld verdienen oder nicht. Und das allein zeigt eigentlich schon, dass wir hier eine gewisse Unterdämpfung haben, sozusagen, in der politischen Strategie. Wenn man immer nur nach dem Geldverdienen guckt, dann wird man irgendwann vor lauter Gier an die Wand fahren. Und dieses Problem droht unseren amerikanischen Freunden und diesem ganzen System, inklusive Europa natürlich, weil wir immer allen Blödsinn mitmachen müssen, in Klammern, oder meinen zu müssen, oder wie auch immer, oder die Politik korrupt genug ist, um es dann doch tatsächlich zu tun. Diese Situation führt dazu, dass wir das Ganze eben vorsichtig betrachten müssen. Eine gar nicht so große Clique überschaubarer Interessen aus Finanz, Industrie und politischer Macht kombiniert mit Medien versucht einfach, sich über die nächsten Jahre, möglichst Jahrzehnte zu retten und wendet dabei diese und jene Methoden an, die wir besprochen haben. So ist das. Weltherrschaft. Die Herren sind froh, wenn ihnen nicht größere Unfälle passieren in dem Bereich, bei dem sie jetzt noch meinen, sie hätten da die Mütze auf. Inwiefern sind wir eigentlich hier in Deutschland ganz konkret betroffen von diesem 9/11? Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Teilnahme an der NATO, da sind wir hineingezwungen worden, gezwungen in eine weitere Umdrehung, wie soll man sagen, außenpolitischer Militäreinsätze außerhalb des eigentlichen NATO-Bereichs, hat sich hier, wie soll man sagen, nicht wesentlich hervorgetan, aber immerhin so bewegt, dass es seinen Status ganz, ganz gut erfüllt hat irgendwie, auch die Erwartungen in gewisser Weise erfüllt hat. Aber natürlich mit irgendwelchen grundgesetzlichen Forderungen oder so hat das schon lange nichts mehr zu tun. Wir haben also, wie soll man sagen, eine außenpolitische Kriminalisierung. Wir haben auch eine außenpolitische Ausrichtung, ganz klar, insbesondere im europäischen Kontext, an Bankeninteressen. Wir haben eine Abnahme innerer Freiheiten, Stichwort nur als eklatantestes Beispiel der jüngsten Zeit, die Bundeswehreinsatzmöglichkeit, aber auch die Überwachungsmöglichkeiten im Innern haben zugenommen. Insgesamt hat eine Akzeptanz in der Bevölkerung zugenommen, Überwachung zuzulassen. Das ist sehr interessant. Man ist eigentlich genervt dadurch, aber man hat auch nicht so richtig den Mumm, dagegen was zu sagen. Und schwankt auch so zwischen Unglauben und Angst, was so zum Beispiel so eine islamistische oder radikal islamistische Bombenlegerbedrohung angeht. Also ein sehr interessanter Mischzustand. Die Bevölkerung heute in Deutschland ist ja sowieso von mehrfachen Ängsten heimgesucht. Da ist nicht nur die Pleite des Euro und die bevorstehende Pleite Deutschlands. Das ist den meisten Deutschen sehr klar bewusst, dass wir hier am Rande der Klippe marschieren. Sondern es geht auch noch eben um diese unglücklichen Kriege, die wir führen in Afghanistan. Aus anderen haben wir uns Gott sei Dank heraushalten können. Und dann eben die Geschichte der inneren Bedrohung durch Bombenleger. Also diese multiple Bedrohung führt dazu, dass die Deutschen eigentlich im Moment kopf- und konzeptlos sind. Und dieser ganze Zustand, multiple Angst, vielseitige Konzeptlosigkeit, absoluter Vertrauensmissbrauch überall hin, Regierung nicht mehr, Amerikaner nicht mehr, das Bündnissystem fällt weg, Europa ist nicht mehr glorios, sondern eine Bedrohung geworden. Das ist eigentlich ein trauriger Zustand, erreicht nach 9/11 innerhalb von etwas über 10 Jahren. Nun ist es ja so, der Iran ist alles andere als eine leichte Beute. Er ist sehr gut bewaffnet, er hat eine sehr gute Infrastruktur.
Mit den vielen kleinen Schnellbooten, bewaffnet mit Raketenwerfern, könnten sie die ganzen riesigen amerikanischen Kriegsschiffe regelrecht wegklatschen in dem engen persischen Golf. Auch in Israel wäre wohl mit mehr als nur 500 Toten zu rechnen, wie dort veranschlagt wurde. Könnte es vielleicht sein, dass dieses ganze Säbelgerassel und Kriegsgeheul in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein riesiger Bluff, wie das schon Uri Avnery geschrieben hat? Ich habe immer gesagt, das wiederhole ich jetzt auch, ein Krieg gegen den Iran ist das letzte Mittel, das die USA erlauben und selbst einsetzen würden, wenn ein solcher Crash, ein Wirtschaftscrash mit einem Finanzcrash zusammen unausweichlich ist. Sonst würden sie das nie tun. Dann allerdings, wenn eben eine solche Finanz- und Wirtschaftskrisensituation eintritt, ist es bestimmt attraktiver, mittels eines Krieges zu versuchen, die ganze Geschichte zu verschleiern, von den eigenen Bevölkerungen und die Industrie in Marsch zu setzen, natürlich auf Kredit und so weiter und so weiter und mit nachgedrucktem Geld. Das ist so ein Szenario. Tatsächlich weiß man, dass die Folgen verheerend sein werden. Sie haben völlig korrekt gesagt, mit 500 toten Israelis wird es wahrscheinlich nicht abgehen. Ich denke, 100-mal mehr sind eine angemessene Größenordnung. Und wir müssen ja auch davon ausgehen, dass Saudi-Arabien diesen Krieg in der jetzigen Verfassung wahrscheinlich nicht überleben wird. Sondern hier werden Umwälzungen stattfinden, die Bevölkerung wird nicht vergessen, wer sie da reingezerrt hat und was da gelaufen ist. Da gibt es Demokratiebestrebungen, von denen wir nichts hören, die sind gleichwohl da. Es gibt auch eine ansehnliche schiitische Minderheit im Land, genügend jedenfalls, um Unruhe zu schüren. Es gibt Bahrain vor der Tür, das eine klare schiitische Mehrheit hat, dessen Regierung zweifellos auch einen solchen Krieg kaum überleben wird. Also im günstigsten Falle wäre das dann so, dass nach diesem Krieg, wie soll man sagen, eine weitere Unterdrückung der Schiiten in Bahrain nicht möglich ist. Dann ist Saudi-Arabien schon deswegen unter Druck. Viele, viele Dinge gestalten sich da um. Die USA werden dieses Risiko nicht suchen. Das ist ganz klar. Es gibt praktisch eine Meuterei unter amerikanischen Generälen im Anmarschweg auf diesen Krieg, die klar gesagt haben, wir wollen ihn nicht. General Dempsey hat es gerade wieder formuliert in den USA, dass er das nicht will. Also das ist unpopulär hoch 7 und sowas macht man nicht ohne Not. Herr Wörstel, danke schön, dass Sie unsere Sendung begleitet haben. Gerne. Have a good time with a funky feeling. You can shake and twist your booty into the ground. Have a good time with a funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with a funky feeling. You can shake and twist your booty into the ground. You just feel alright when your love is bright. You can live your life till you're satisfied. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your booty into the ground. Have a good time with the funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with the funky feeling. You can shake and pack your booty into the ground. You just feel alright when your love is bright. You can live your life till you're satisfied. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your booty into the ground. Have a good time with the funky feeling.
Shake your ass and rock your body to the ground. Have a good time with your funky feeling. You can shake and twist your body to the ground. So, nach diesem Interview, ich fand es ja wirklich spannend, kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auch schon auf unsere nächste Sendung zur selben Zeit. Die ist in genau 2 Tagen, also am 13. September und somit einen Tag nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum ESM-Vertrag, um den soll es dann auch gehen. Das Ganze läuft unter der Reihe Märkte und Menschenrechte von Lucia und Volker Reusing. Bis dahin noch alles Gute und einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.